You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Schiami hier und willkommen zu einem etwas anderen Video. Und zwar wurde ich sehr oft gefragt, was denn diese grünen Pfeile hier sind bei Gear und warum mir da immer angezeigt wird, dass es eine Verbesserung ist zum Beispiel. Und ich wollte mal genauer darauf eingehen oder das gleich als Guide machen, wie kann ich denn meine DPS maximieren als Damage Dealer. Das ist egal, was für eine Klasse ihr spielt, das ist für jede Klasse angepasst. Ihr müsst das nur selber ein bisschen einstellen, damit das auch wirklich effektiv funktioniert und das auch immer die richtigen Werte dementsprechend anzeigt. Und zwar geht es eigentlich genau um zwei Add-ons und diese Add-ons sind einmal, können wir uns hier anschauen, Add-ons einmal Pawn sowie Simulation Craft und wenn die beiden zusammenarbeiten, dann können wir uns wirklich gute Upgrades immer laufend aussuchen oder was heißt aussuchen, genauere Upgrades für unser Gear bestimmen. Denn es gibt zwar, man kann sich nach Guides richten, Guides geben dir immer vor, gewisse Softcaps, Hardcaps oder was auch immer. Du brauchst zum Beispiel 20% Tempowertung, damit du den und den Schaden fahren kannst. Das ist aber meistens nur grob geschätzt oder was heißt grob geschätzt, es gibt einen Richtwert dafür. Es kann aber sein, dass für euer Item-Level, was ihr aktuell habt, dass das gar nicht zutrifft, sondern dass wirklich ein anderer Stat gerade dominiert, weil es einfach für euer Item-Level, das ihr aktuell tragt, ein bisschen anders ausgelegt ist. Das heißt, nur weil Tempo jetzt zum Beispiel bester Start ist und Mastery zweitbester Start, muss es nicht auch so sein, dass das für euer aktuelles Item-Level wirklich so ist. Natürlich gibt es Klassen, wo wirklich ein Start dominiert, aber darauf gehe ich jetzt nicht genauer ein, sondern, Entschuldigung, wir gehen genau darauf ein, wie erstelle ich mir so einen Pawn-String, wie benutze ich Simulation Craft und wie kann ich zum Beispiel checken, was für Trinkets besser sind oder sonstige Sachen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wie gesagt, ihr braucht das Add-on Pawn und das Add-on Simulation Craft. Könnt ihr euch beide downloaden, beide Links in der Videobeschreibung, über einen Curse-Link einfach runterladen und in euren Add-ons-Ordner reinkopieren. Alternativ könnt ihr auch den Curse-Client benutzen, wenn ihr das installiert habt. Und dann brauchen wir noch ein Programm am PC und das Programm nennt sich Simulation Craft. Dazu könnt ihr einfach auf diese Website hier gehen, das ist www.simulationcraft.org. Da findet ihr das Programm, könnt ihr einfach hier auf Downloads klicken und dann installiert ihr das hier. Je nachdem, was ihr braucht, habt ihr zum Installieren, braucht ihr nicht irgendwie auspacken oder sonst was, hier habt ihr noch ein Zip-File. Wenn euch das lieber ist und das installiert ihr und sobald ihr das Ganze, ich hoffe, ich muss euch nicht erklären, wie man ein Programm installiert, dann könnt ihr das Ganze aufrufen und dann habt ihr am Desktop, könnt ihr dieses Programm hier starten. Das Programm ist Simulation Craft und hier findet ihr zahlreiche Optionen, die ihr einstellen könnt. Für was brauche ich Simulation Craft? Simulation Craft ist einfach ein Programm, das dir durchrechnet, wie viel DPS du bei einem Kampf zum Beispiel machen würdest. Der Standardkampf, was man immer hernimmt, ist ein Patchwork-Kampf. Was ist ein Patchwork-Kampf? Ein Kampf, wo du dich nicht bewegen musst und wo dein Charakter permanent an einem Ziel dranhängen kann, um Schaden zu fahren. Damit kannst du in etwa Schätzwerte erzielen, was du durchschnittlich an DPS machen müsstest. Natürlich weicht das von der Realität ab. Du hast sehr viele Movement-Kämpfe meistens, also wo du dich viel bewegen musst. Dementsprechend als Nahkämpfer hast du meistens dann wieder viel Downtime, wo du keinen Schaden fahren kannst. Und das könnte man hier natürlich auch einstellen. Ich berechne das aber immer nach einem normalen Patchwork-Fight. Jetzt schauen wir uns einfach mal das Programm an, was wir da einstellen sollten. Und zwar haben wir einmal auf Optionen draufklicken. Dann können wir hier natürlich Armory-Sachen einstellen. Das interessiert uns nicht. Was uns interessiert, sind ja die Kampflänge. Du kannst hier so einen langen Kampf einstellen, wie du willst. Ich gehe hier direkt von 300 Sekunden meistens aus. Also ich lasse standardmäßig drinnen. Die 20% lasse ich auch standardmäßig drin. Das ist nur, dass ein Kampf Länge nochmal variieren kann, das Programm, falls irgendwelche Trinket-Box vielleicht öfter auftreten, damit die Trinket-Box auch noch weiter berechnet werden. Dann Fight-Style, hier haben wir das Ganze schon. Hier haben wir Patchwork, lasst einfach Patchwork eingestellt. Das heißt, der Kampf richtet sich danach, dass nur ein Ziel da ist und dass wirklich nur ein Tank-and-Spank-Kampf ist, wo ihr permanent Uptime hättet. Dann ganz wichtig, seid ihr neuer Spieler, glaubt ihr, dass ihr selber eure Rotation und alles schon raus habt, dann könnt ihr hier auch noch bestimmen, ob ihr wirklich eure Rotation perfekt fahrt, ob ihr halbwegs gut seid, ob ihr Durchschnittsspieler seid und vielleicht noch klickt oder was auch immer. Dann gibt es hier auch noch ganz neu. Also ja, würde ich gar nicht auswählen. Wenn, dann entweder Average, Good oder Elite. In meinem Fall lassen wir hier einfach Elite drinnen. Und dann schauen wir uns erstmal an, was kann ich hier bei Simulate machen. Jetzt ziehen wir das hier nochmal auf die Seite. Und wenn ich jetzt einfach im Chat eingebe, /simc, also S-I-M-C, dann rufe ich dieses Fenster hier auf. Dieses Fenster gibt mir diesen String, den ich für das Simulation Craft Add-on brauche. Das heißt, wenn ihr jetzt auf der Tastatur einfach STRG-C drückt, das heißt einfach kopieren, dann nehmt ihr alles hier, damit ist einberechnet, wie viele Arte-Trades ihr in eurer Waffe habt, was für eine Skillung ihr aktuell ausgewählt habt. Das heißt, es ist sehr wichtig,
Bevor ihr das kopiert, stellt eure Skillung ein. Mit der Skillung, mit der ihr vorhabt zu spielen, das wählt ihr alles aus. Und anschließend kopiert ihr das Ganze. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass ihr euer Gear richtig angelegt habt. Nicht, dass ihr gerade irgendeinen random Scheiß gerade zufällig tragt. Und dann nehmt ihr einfach das Ganze und fügt das hier drüber ein. Und dementsprechend hat es das jetzt überschrieben. Und jetzt könnten wir einfach simulieren drücken. Was macht das Programm jetzt? Das Programm simuliert einfach einen Patchwork-Kampf. Das geht relativ schnell und es sagt uns hier einen Schätzwert von unserem durchschnittlichen Damage, den wir machen müssten. Das wäre in meinem Fall 527.000. Was kann ich jetzt mit der Zahl anfangen? Das sagt mir halt, wie gesagt, wie viel Damage ich machen müsste bei einem Kampf, wo ich komplett stillstehen kann und permanent einfach nur Schaden mache. Davon ist ausgegangen, dass man auch noch Kampfrausch aktiv hat, Prepot und so weiter. Und das wären dann die durchschnittlichen DPS, die ich mit dem Gear machen würde. Jetzt kann man das Ganze nutzen, und zwar, um Trinkets auszuprobieren. Denn wir sehen ja hier, wenn ich auf die DPS gehe, das heißt, wenn ich das hier runterklappe, dann sehen wir hier unten zum Beispiel, was wie viel Schaden gemacht hat, wie viel ein Trinket an Schaden gemacht hat. Hier sehen wir zum Beispiel Prepot, Old War, wer in dem Fall hat 5,7% vom Damage ausgemacht und so weiter und so fort. Das heißt, hier können wir nochmal schauen, genau welche Fähigkeit wie viel Schaden gemacht hat. Hier gibt es auch, kann man weiter unten natürlich noch suchen, wie viel die Trinkets gemacht haben. Ich in meinem Fall habe nur hier fehlerhafte Gegenmaßnahme. Das wird hier auch irgendwo gelistet. Ist jetzt aber auch nicht wirklich relevant. Was uns einfach interessiert, um das schnell zu checken, weil die meisten interessiert das dann eh nicht so genau, sind natürlich die DPS. Das heißt, ich habe ja auch noch Items in meinem Inventar, die besser wären. Ich habe zum Beispiel ein 885er Trinket anstatt ein 860er. Jetzt können wir hergehen, ziehen wir einmal das hier an. Dann habe ich hier noch ein 880er Trinket, ziehen wir das auch an. Und dann rufen wir einfach nochmal /simc auf. Kopieren das Ganze nochmal. Dann, ihr müsst hier einfach nur wieder von Results wegklicken auf Simulate. Fügt das wieder ein und klickt wieder Simulieren. Dann simuliert er das Ganze mit den anderen Trinkets durch. Und dann können wir schauen, was wir in dem Fall für DPS erzielen würden. Das heißt, hier hätten wir 525.000 DPS und hier hätten wir 527.000 DPS. Natürlich sind auch kleine Abweichungen, denn nicht jedes Trinket brockt so oft. Es sind gewisse andere Faktoren, die natürlich eine Rolle spielen, ob ich gerade irgendwie einen Fehler gemacht habe oder sonst was. Das heißt, wenn ihr es wirklich ganz genau wissen wollt, dann rechnet das 2-3 Mal hintereinander durch. Das heißt, einfach immer wieder simulieren drücken. Und dann seht ihr einen guten Schätzwert, was für Trinkets besser wären. Das heißt, in meinem Fall weiß ich, dass meine zwei Schmuckstücke, die ich zurzeit anhabe, das heißt die zwei 860er, besser sind als die, die ich hier zur Auswahl hätte. Deswegen wähle ich die auch dementsprechend nicht aus. Und so kann ich halbwegs schätzen, was ein Trinket, was für Schmuckstücke besser sind. Jetzt gehen wir weiter und jetzt schauen wir uns das Ganze mit dem Addon Pawn an. Bevor wir allerdings das Addon Pawn benutzen, stellen wir hier wieder ganz sicher, dass ihr alles richtig anhabt und dass ihr die richtige Skillung und alles ausgewählt habt. Denn jetzt in dem Fall brauchen wir natürlich nochmal SimC, kopieren das Ganze. Und dann vorher, bevor wir das simulieren, klickt ihr auf Optionen, klickt ihr auf Skalierung, dann hier schauen, ein Häkchen setzen, Skalierung einschalten. Das mit dem Gear anzeigen, ob es ein Upgrade ist, funktioniert leider nicht für Heiler. Es geht für Tanks. Bei Tanks müsst ihr aber bei den Simulationsberechnungen nochmal einstellen, dass ein Tankkampf ist und so weiter. Und ja, jetzt aktivieren wir das hier und dann, je nachdem, was für eine Klasse ihr seid. Das heißt, ich in meinem Fall, ich brauche Stärke. Das heißt, ich bin Paladin, ich brauche Stärke. Seid ihr Schurke, braucht ihr Beweglichkeit. Seid ihr Magier, braucht ihr Intelligenz. Und dann brauchen wir natürlich noch, wir brauchen einmal Crit Rating, das heißt unsere kritische Trefferwertung, unsere Tempowertung, Haste Rating, Mastery Wertung und Versality Wertung ist Vielseitigkeit. Das heißt, das haken wir alles an, diese vier, plus das. Anschließend gehen wir hier wieder auf Simulieren, fügen den String von gerade eben ein und dann simulieren wir das Ganze. Das Ganze dauert jetzt ein bisschen länger, weil er nämlich auch noch die Werte mit skaliert. Man sieht jetzt, er skaliert einmal Stärke mit, einmal Tempo mit, Vielseitigkeit und so weiter und berechnet dir einen Wert aus, was für dein Item-Level gerade der beste Secondary-Start ist. Also es kann natürlich sein, grober Schätzwert, Stärke ist gerade besser als Tempo, Tempo ist besser als Mastery und so weiter und so fort. Und genau das rechnet er hier jetzt aus und das können wir uns dann jetzt hier raussuchen. Und zwar, wenn wir hier unter Results, scrollen wir einfach nach unten und hier haben wir gleich mal Pawn String. Und da gehen wir jetzt einfach her und kopieren das mit der Klammer. Das heißt, wir kopieren Klammer bis Klammer, Rechtsklick, kopieren. Dann klicken wir wieder zurück ins Spiel und jetzt geben wir einfach /Pawn ein, das heißt P-A-W-N. Und dann können wir hergehen, Bewertungsprofil. Wenn ihr gerade hier noch gar nichts stehen habt, dann könnt ihr hier einfach Manual auswählen. Und dann klickt ihr auf Importieren.
Normalerweise habt ihr hier, ich aktiviere das kurz bei mir, damit es gleich aussieht wie bei euch wahrscheinlich. Dass es hier nicht zu Verwirrungen kommt. Dann habt ihr hier diese drei normalerweise zur Auswahl. Ist egal, was ihr hier gerade angeklickt habt, aber so sieht es normalerweise bei euch aus. Dann macht ihr einfach hier, klickt ihr auf Importieren und dann fügt ihr mit SDRGV, könnt ihr das Ganze hier einfügen und drückt OK. Dann erstellt euch ein eigenes Profil. Jetzt ist wichtig, damit die Gear-Upgrades richtig angezeigt werden, klicken wir hier einmal auf die anderen, die standardmäßig eingestellt sind. Das sind die Standard-Stats, mit denen würde ich niemals irgendwas probieren. Das stimmt hinten und vorne nicht zusammen. Und da klickt ihr einfach drauf und dann klickt ihr hier weg, das auch weg und das auch weg. Und dann nehmt ihr nur noch euren Charakternamen und das lasst ihr alles aktiv. Was können wir jetzt mit dem Ganzen anfangen? Und zwar haben wir hier, wenn wir unten klicken auf Werte, sehen wir jetzt, was für ein Wert wie viel für unseren Schaden eigentlich ausmacht. Das heißt zurzeit 1273. Bei mir ist für meinen aktuellen Gearstand, was ich jetzt trage, Vielseitigkeit besser als Stärke. Stärke ist besser als Crit, Crit ist besser als Tempo und Tempo ist besser als Meisterschaft. Das heißt, so habe ich meine Start-Priorität schon rausgefunden, auf was ich hauptsächlich achten muss. Das heißt, ich achte hauptsächlich darauf, dass ich Items finde, auf denen Vielseitigkeit, Crit und Stärke drauf ist. Und damit habe ich eigentlich die meisten Upgrades. Das Ding ist natürlich, jedes Mal, wenn ihr ein Upgrade anzieht, verändert sich dieser Wert. Das ist logisch, weil das passt sich immer auf den Gearstand an, mit dem ihr das natürlich gesimt habt und mit dem ihr das Ganze eingefügt habt. Das heißt, in meinem Fall wäre diese Brust hier besser. Es zeigt mir dann im Inventar an, dieses Item ist ein 5% Upgrade. Warum ist es ein Upgrade? Weil es einen Sockelslot hat, das heißt, ich kann Vielseitigkeit sockeln, es hat generell Vielseitigkeit drauf, es hat Meisterschaft drauf. Meisterschaft ist nicht mein bester Start, trotzdem ist die Brust besser. Es hat Stärke drauf und Stärke skaliert extrem gut für mich. Das heißt, in dem Fall könnte ich die Brust anziehen, könnte sie sockeln und dann wäre die Brust in dem Fall ein Upgrade für mich, ein 5-Item-Level-Upgrade und ich würde dementsprechend natürlich wieder mehr Schaden rausholen aus dem Ganzen. Jedes Mal, wenn ich ein Upgrade anziehe, das heißt, wir probieren das jetzt einfach, ich ziehe diese Brust an, dann gebe ich wieder SimC ein, kopiere das Ganze wieder und anschließend können wir das in Simulation Craft wieder neu berechnen. Muss ich das nach jedem Item-Upgrade machen? Ihr könnt es nach jedem Upgrade machen, müsst es nicht. Durchschnittlich kannst du davon ausgehen, alle 2 bis 3 Items-Level in niedrigeren Item-Level-Bereichen, also sagen wir zwischen 800 und 870, kannst du alle 2, 3 Items mal eine neue Berechnung machen und einen neuen Pawn-String rauskopieren. Wenn du schon höher bist und wenn du wirklich schon 880, 890 oder sonst was bist, dann lohnt es sich schon, dass du das Ganze ab jedem Item-Upgrade natürlich anziehst. Meine DPS sind hier dementsprechend jetzt ein bisschen niedriger. Warum? Ich habe noch keinen Vielseitigkeits-Sockel drin und meine Start-Priorität hat sich hier leicht verschoben. Die könnt ihr auch einfach hier rauslesen. Und dementsprechend ist Tempo jetzt ein bisschen gesunken sogar. Mastery ein ganz bisschen gestiegen und Vielseitigkeit auch gesunken, weil wir wieder mehr Vielseitigkeit dazu gewonnen haben. Und dann könnt ihr einfach immer wieder hierher gehen, sagen wir, das war wieder ein Upgrade. Dann rufen wir wieder mit /pawn das ganze Programm auf, gehen wieder hier auf Bewertungsprofil, importieren, fügen das wieder ein und dann haben wir hier unseren aktuellen Pawn-String und dann stimmt wieder alles überein und dann wissen wir genau, was für ein Upgrade wir anziehen sollen. Mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Das war eigentlich alles, was ihr wissen müsst, wenn euch das Ganze interessiert. Damit könnt ihr wirklich den maximalen Schaden aus eurer Klasse rausholen und ihr braucht nicht unbedingt eine Klassenguide, um zu wissen, was für ein Start für eure Klasse der beste ist. Denn um das wirklich zu bestimmen, müsst ihr wirklich immer Simulationen durchführen. Genauso machen das die Leute auch in den Simulation oder in den Theorie-Crafting-Foren. Lese ich auch sehr viel mit. Und ja, so findet ihr am besten raus, wie ihr euren Schaden steigern könnt. Und das war's eigentlich schon. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Das war meine Guide für Pawn bzw. Simulation Craft. Ich hoffe, dass es euch wieder gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab damit und in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.